Heute beim elektrischen Reporter: Theater, Stille und Hass. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Die Online- und die Offline-Welt besitzen kulturell gänzlich unterschiedliche Wurzeln, einerseits. Andererseits ist es ja das große Potenzial von Kultur und Kunst, unterschiedlichstes miteinander zu vereinen, wie unser erster Beitrag zeigt. Die Ähnlichkeit zwischen einem Computerspiel und einem Theaterstück sticht nicht unbedingt sofort ins Auge, aber sie existiert. Das findet zumindest der Theaterregisseur Martin Kreusch. Und so holt er Monkey Island auf die Bühne, das Lieblingscomputerspiel seiner Kindheit. 25 Jahre nach der Veröffentlichung dieses Piratenabenteuers. Eine Geschichte aus der Welt der bunten Pixel, in die viel ältere Welt aus Leinwand und Holz zu zerren, ist für ihn die große Herausforderung. Im Computer, da macht es einfach plim und der ist auf der neuen Seite. Ist in der Stadt, geht den Weg lang, zack, ist im Wald. Und dafür haben wir finden auch eine sehr schöne, sehr handgemachte Lösung gefunden. Und zwar wird hier hinter mir dann eine manuelle Drehbühne stehen. Die wird mit einem Strick, zieht unser Frankie die Bühne um. In Deutschland ist so eine Inszenierung bisher einmalig. Aber vielleicht ein vielversprechender Weg für Theater auf der Suche nach dem so dringend benötigten neuen Publikum. Und auch für die meisten Theatermacher sind Computergames Neuland. Und die Konfrontation mit Gamefans ist für traditionelle Theaterschaffende ein kreativer Kulturschock. Die Leute kennen zum Großteil das Spiel, kommen zum Teil auch im Kostüm mit dem Topf auf dem Kopf oder im Piratenkostüm hier an, was uns, die wir sonst normales Theater machen, klassische Stücke auf die Bühne bringen, uns auch überrascht hat, dass das so eine, naja, so ein bisschen was von Messe und Interaktion plötzlich kriegt, mit der wir selber gar nicht gerechnet haben. Eine Handvoll junge Bühnenensembles experimentiert mit der Verheiratung von Games und Theater. Die Gruppe Extraleben aus der Schweiz etwa oder Punch Drunk aus den USA. Auch das Theaterkollektiv Makina X aus Berlin arbeitet am gamifizierten Theater. Allerdings mit Versuchen in einer ganz anderen Richtung. Makina X entwirft Computerspielwelten zum Anfassen. Bei diesen Point-and-Click-Adventures gehören die Zuschauer selbst zum Game und müssen selber Rätsel lösen, um die Handlung voranzutreiben. In dieser Welt passiert nichts, ohne dass das Publikum etwas tut. Deswegen nennt die Gruppe ihre Inszenierungen auch nicht Theaterstücke, sondern Games und veranstaltet keine Proben, sondern testet, wie hier, Beta-Versionen. Für Theatergänger heißt das, kein passiver Konsum im Theatersessel. Und für Gamer, Interaktion mit echten Menschen statt mit Pixelwesen. Und irgendwann hielten dann so ein paar junge Gamer inne vor einem Schreibtisch, wo dieses Posttelefon, dieses Wählscheibentelefon stand. Und so, okay, ich habe die Nummer, aber wie benutze ich denn das? Und dann kamen zwei Herrschaften, die eigentlich sich selbst die ganze Zeit zu alt gefühlt haben, vor und sagen, nee, guck mal, das ist ganz einfach. Das Theater ist eine der ältesten Kunstformen. Und obwohl in den letzten 100 Jahren etliche Konkurrenzmedien auftauchten, Radio, Kino und Fernsehen etwa, begeistern sich immer noch viele Menschen für die Live-Schauspielerei. Für den Theaterkritiker Jan Fischer liegt das auch daran, dass das Theater immer versucht hat, das Neue zu adaptieren, statt sich davor zu verschließen. Er nennt das Schauspiel deswegen eine Medienfressmaschine. Und offenbar frisst das Theater nun Computerspiele. Ich glaube, dass wir gerade eine Generation erleben, die Kultur produziert, die selber Spiele gespielt hat und Spiele liebt. Also die sagen, das sind Erzählweisen, die finden wir toll. So wollen wir auch erzählen. Ein Bühnenstück wie eine digitale Geschichte. Das geht auch andersrum. Games wie Der Puppenspieler oder Foul Play verlegen ihre Handlung ins Rampenlicht des Schauspiels. Der User muss seine Abenteuer im Theater bestehen. Manche Games-Kritiker werfen den Spieleproduzenten vor, nichts wirklich Neues mehr zu entwickeln und nur noch Varianten erfolgreicher Games auf den Markt zu werfen. Möglicherweise muss sich das junge Kulturgenre ja neu erfinden. Und vielleicht ist die uralte Kunstform Theater ja genau das richtige Vorbild fürs ständige Neuerfinden.
Wir bleiben bei der Kultur. Genauer bei einer Musikplaylist als politischem Statement. Denn genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Anna, ich bin auf Twitter als Textautomat unterwegs und ich bin Social-Media-Redakteurin bei der Welt in Berlin. Social-Media funktioniert dann richtig gut, wenn Interaktion stattfindet und wenn Kreativität immer weitergeht und immer weiter gesponnen wird, indem solche Aktionen wie die Merkel-Playlist irgendwann eine Eigendynamik entwickeln und man einfach beobachten kann, wie immer neue Ideen entstehen dadurch. Die Merkel-Playlist ist so entstanden, dass der Journalist Thilo Kasper sich die Playlist, die Spotify-Playlist von Barack Obama angeguckt hat mit den Lieblingssongs des US-Präsidenten und hat gedacht, wie könnte es wohl aussehen, wenn auch unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel eine solche Playlist erstellen würde. Und ich habe ihm dann direkt in einem Tweet darauf geantwortet und habe mit einem passenden Hashtag Merkel-Playlist einen Song vorgeschlagen. Das war der Song Sound of Silence, der meiner Meinung nach sehr gut zu Angela Merkels Politik passt. Da ich eine sehr große Reichweite auf Twitter habe, haben sich sehr viele andere User dadurch angestachelt gefühlt, auch kreativ zu werden, und sie haben Songvorschläge gemacht. Ein weiterer Vorschlag war When You Say Nothing at All. Das passt natürlich zu Merkels Aussitzen und Ausschweigen. Dann wurde Bezug genommen auf die Griechenland-Politik mit griechischer Wein. Aber auch die Macht und die Stärke von Angela Merkel waren Thema, zum Beispiel mit Run the World von Beyoncé. Das Ganze war für mich eher ein ganz, ganz großer Spaß. Also ich entwickle diese Hashtags nicht, um irgendwie Protest zu üben oder Aktivistin zu sein auf Twitter, sondern in erster Linie steht für mich die Kreativität im Vordergrund und der Witz. Und dann folgt alles Weitere. Also natürlich hat das Ganze einen ernsten Hintergrund. Vielleicht hat sich das in den letzten paar Wochen geändert. Merkel hat sich ja zur Flüchtlingskrise schon deutlicher geäußert, auch zur Fremdenfeindlichkeit. Aber vorher war sie halt eher die große Schweigerin und vielleicht war das einfach eine Art von Kritik. Es wäre eine sehr schöne Vorstellung, wenn Angela Merkel zu Hause sitzt und sich die Spotify-Playlist anhört, aber ich glaube, das wird sie nicht tun. Dazu hat sie viel zu viel zu tun. Wir bleiben beim Thema. Hass und Hetze im Netz lösen bei Nichthassern und Nichthetzern mindestens eine große Ratlosigkeit aus, was den Umgang damit angeht. Wie unser nächster Beitrag zeigt. Hassmails und rassistische Facebook-Kommentare sind im Netz Alltag. Der marokkanischstämmige Journalist beim Berliner Tagesspiegel, Mohamed Amjahid, bekommt so viele Zuschriften, dass die Beschimpfungen inzwischen einen eigenen Ordner füllen. Einschüchtern lassen will er sich aber nicht. Gemeinsam mit Journalistenkollegen bringt er die verbalen Hassattacken deshalb auf die Bühne. Zum Hate Poetry. Hier macht Amjahid aus dem Netzhass eine satirische Live-Performance. Eine Kostprobe. Sehr geehrtes Arschloch, Herr Arschloch, sehr geehrte Frau Fotze. Und das sind so Sachen, die sind so köstlich einfach. Du Fotze, ich fotze dich, bis du verfotzt bist oder so. Da denkt man sich auch so. Wenn man so ein bisschen Alkohol getrunken hat, findet man das auf jeden Fall lustig. Amjahid weiß, sein arabischer Name reicht aus, um die Hassmailschreiber auf die Palme zu bringen. Denn dieser macht ihn für die Hassgemeinde aus dem Netz zum Stellvertreter für ihr Feindbild. Araber und Muslime, die Deutschland angeblich unterwandern und islamisieren wollen. In Berlin fühlt sich Amjahid trotzdem sicher. Sorgen macht ihm die systematische Hetze gegen Flüchtlinge. Ich kann mich halt noch verteidigen und ich kann das noch aufgreifen und stehe hier beim ZDF vor der Kamera und kann über diese Leute lachen. Und andere können das halt nicht. Es macht eben einen Unterschied, ob man bei Facebook bedroht wird oder ob sich vor der eigenen Tür ein schreiender Mob versammelt. Wie im sächsischen Freital, wo eine rechtsextreme Bürgerinitiative wochenlang die örtliche Flüchtlingsunterkunft belagert. Zwei Blogger dokumentieren die rassistische Facebook-Hetze, die die Ausschreitungen auf der Straße im Netz begleitet. Nun fürchten sie um ihr Leben, möchten lieber nicht gefilmt werden. Denn ihr Online-Pranger zeigt Wirkung. Einige der Verfasser verlieren wegen der Hetze ihren Job, gegen andere ermittelt die Polizei.
Es sei zugegebenermaßen eine drastische Maßnahme, aber notwendig, so die Blogger. Denn der Hass im Netz offenbart, Deutschland hat ein Neonazi-Problem. Freital ist ein Symptom für die kippende Stimmung im Land. Uns war das zuerst gar nicht so bewusst. Wir hatten am Anfang nur Freital und die besonders hervorstechenden Postings aus der Region im Blick. Recht schnell haben wir dann unter dem Hashtag Rassismus anderswo angefangen, Hasskommentare aus ganz Deutschland abzubilden. Viele Kommentare enthalten Gewaltfantasien. Manche rufen zum Mord auf. Und tatsächlich, im Sommer 2015 vergeht kaum ein Tag ohne einen Anschlag auf Flüchtlinge. Der Hass im Netz wirkt da wie ein Brandbeschleuniger, glauben die Aktivisten. Beängstigend finden wir aber, dass diese Leute da draußen wie tickende Zeitbomben durch die Gegend laufen. Irgendwann wird leider der Punkt kommen, an dem es nicht mehr bei brennenden Unterkünften bleibt. Man darf ja nicht außer Acht lassen, dass die Autoren der Hasskommentare nun reichlich Zuspruch finden und sich in ihrer Sache bestärkt sehen. Julia Schramm von der Amadeo-Antonio-Stiftung beobachtet schon lange, wie die rechte Szene im Netz agiert. Neu ist in ihren Augen, beim Thema Flüchtlinge hassen, hetzen, drohen und beleidigen die Nutzer jetzt ganz offen, oft unter ihrem vollen Namen. Entweder ist ihnen nicht bewusst, dass hier auch andere mitlesen, oder es ist ihnen egal. Da ist kein Unrechtsbewusstsein bei Leuten, die unter Klarnamen posten. Und das ist ein Problem. Das zeigt den Zustand der Gesellschaft und das zeigt, wie salonfähig rechte Aussagen und rechtes Gedankengut ist. Jeder fünfte Deutsche tendiert zu ausländerfeindlichen Einstellungen und Vorurteilen. Und es sind eben nicht nur Dummköpfe und offene Neonazis, die ihren rassistischen Hass im Netz ablassen. Aber es sind oft genug und, was auch sehr erschreckend ist, ganz normale Bürgerinnen, Bürger, Leserinnen, Leser. Das sind Leute, die als Lehrer arbeiten, Professorinnen, Angestellte, also quasi die Mitte der Gesellschaft. Aber trotz all dieses Hasses, der im Netz verbreitet wird, Meinungsbildung in sozialen Netzwerken ist keine Einbahnstraße. Facebook und Kommentarspalten auf Nachrichtenseiten können auch gegen Nazis eingesetzt werden. Vom Melden unangemessener Postings bis hin zum medienwirksamen Wutausbruch einiger Prominenter. Denn wenn Rassisten ihren Hass aus dem Netz auf die Straße bringen können, dann kann auch die Mehrheit übers Netz mobilisiert werden. Für Solidarität und Mitgefühl mit Menschen auf der Flucht. Alle Bosheit kommt von der Schwachheit. Jean-Jacques Rousseau. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.